Großartig, großartig. Und die Castor-Diva zum Niederknien. Ihre Stimme ist wieder ganz. Guten Abend. Ein ganz besonderer Gast. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ganz besonders. Moin. Hallo. Hallo. Katharina. Hallo. Ein großes Kompliment. Herzlichen Dank. Wir sehen uns später. Bye. Weißt du noch die Inszenierung damals ganz im Weiß? Das Bühnenbild hat mir dort besser gefallen. Ja, ich erinnere. Entschuldigen Sie bitte, ich will wirklich nicht stören, aber ich muss Ihnen unbedingt sagen, dass mich Ihre Stimme fasziniert. Oh, danke schön. Ich danke Ihnen. Ich wollte Sie fragen, ob ich singe nämlich auch. Ach, wie schön. Ja, aber jetzt nicht Oper oder Klassik, sondern so mehr so anderen Kram. Hier in New York? Nee, leider nicht, sondern in Deutschland. Aber Sie treten hier auf? Nein, ich bin eigentlich wegen Ihnen hier, Miss Fabian. Hallo, Darling. Hey. Katharina. Es war fantastisch. Oh, danke Sie schön. Waren fantastisch. Es gibt keine bessere Norma. Jetzt übertreiben danke. Sie nicht. Frau Fabian, es ist wirklich eine große danke Ehre. Schön. Dankeschön. Das war grandios. Das wär's dann. Die Norma singe ich nie wieder. Oh, was redest du da? Du bist einmalig. Die perfekte Zeit aufzuhören. Ach, immer dieser Schwanengesang. Ich glaub's erst, wenn ich sehe. Danke, dass Sie gekommen sind. Ja, Entschuldigung, aber meinen Sie, wir können uns noch mal treffen? Dass Sie später mit uns essen gehen, das finde ich eine wunderbare Idee. So, Herrschaften, danke fürs Kommen. Frau Fabiani muss sich jetzt umziehen. Also bitte warten Sie draußen. Vielen herzlichen Dank. Bis später. Wiedersehen, wiedersehen. Bis nachher. Ich will dir was zeigen. Wer ist das? Eine Sängerin. Verblüffend. Mein Vater will, dass ich nach New York fliege. Er möchte, dass ich dort eine Frau treffe, die eine Doppelgängerin meiner Mutter zu sein scheint. Entschuldigen Sie bitte. Die waren fantastisch. Sieht sie Evelyn wirklich so ähnlich? Ja, jetzt wäre sie wieder auferstanden. Hast du mit ihr gesprochen? Eigentlich nicht. Was heißt das? Wann wirst du mit ihr sprechen? Ich wollte Sie fragen, ob Sie mir helfen könnten, mit Katharina in Kontakt zu treten. Unter einer Bedingung. Die wäre? Dass du die Nacht mit mir verbringst. Das ist Erpressung. Ja. Ja. Von der bösesten Art. Sie kommen hierher mit einer alten Fotografie, auf der eine Frau ist, die mir vage ähnlich sieht. Und Sie glauben damit ein Recht zu haben, in mein Leben einzugreifen? Sie kannte meine Mutter. Evelyn. Sie wusste sogar ihren Namen. Das ist schon seltsam. Was haben Sie mit meiner Mutter gemacht? Aber dann ist diese ganze Geschichte mit meinem Vater vielleicht auch eine Lüge. Wahrscheinlich. Wird sie mit dir kommen? Sie kann nicht einfach so weg. Wer ist denn dann mein Vater? Ich weiß es nicht. Wieder mal zu viel getrunken? Eben nicht. Damit Pakt geschlossen. Ich habe eine Überraschung für dich. Wer soll das sein? Sie waren ihr Geliebter. Auf die Zukunft. Auf die Vergangenheit.